Herzlich willkommen zurück beim Goldpriester. In dieser Mission schauen wir uns die Codex-Einträge vom Totalen Krieg an. Das sind zwei Stück. Die sind aber nicht sonderlich schwer. Wir müssen einfach einmal die Bomber bis zum Ziel begleiten, dass die nie abgeschossen werden. Und dann müssen sie noch diesen Bunker erfolgreich zerstören. Was machst du denn? Wir sollten umdrehen! Ah, scheiß auf die Basis! Haha! Hochziehen! Hochziehen! Entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Und mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Versprich es. Ich will dein Wort. Okay, ich versprech's. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen, Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Hier, wie es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher auf so einem Luftschiff. Echt gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt, aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schnall dich ordentlich an! Roll die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem! Sichere nach hinten! Verdammt nochmal! Das reicht! Also ich bin jetzt nicht der beste Pilot, also aber hier im Battlefield 1 ist es deutlich einfacher, die Flugzeuge zu steuern als im Battlefield 4. Schnell außer Gefecht setzen! Schüttle ihn ab! Geschafft! Gute Arbeit!
Stärke der Bomberformation. Halt die Jäger von ihnen fern. Kein Problem, Wilson. Gleich wirst du staunen. Bis die nächste Welle kommt. Unter uns geht Flugabwehr in Position. Diese Wagen werden unsere Bomber vernichten. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war Teil 6 und morgen geht es weiter mit Teil 7 Absturz. Da werden wir uns die 5 Feldhahn-Bücher anschauen, die man da finden kann und 3 Codex-Einträge. Alles klar, dann bis dann morgen. Ciao.